24 in Deutschland als Kubanerin. Ich bin wegen des Krieges aus Aleppo geflüchtet. Ich bin ein Sinto, ein Zigeuner, eine ziemlich bunte Mischung. In Chile, es ist klar, dass es keine Gleichberechtigung gibt. Deutschland ist auch ein Freundesland, wie der Mann, der uns geholfen hat auf der Flucht in München. Es ist ein Papierland, weil man kommt nach Deutschland und manche Bekannte von mir haben eine Aufenthaltsgenehmigung nach 3 Monaten bekommen. Und manche haben die nach 3 Jahren noch nicht bekommen. In Chile, es ist klar, dass es keine Gleichberechtigung gibt. Jeder weiß das. Das ist eine ehrliche Situation. In Deutschland hast du die Behauptung, die Oberfläche, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber es ist nicht so. Das ist eine unehrliche Situation. Hier eine Lebensversicherung, da eine Versicherung. Es könnte das und das passieren. Die Frau ist gestorben, keine Familie mehr, keine Freunde gehabt, weil der war immer nur mit der Frau unterwegs. Und das hat er heute bereut, dass er keinen Freund gehabt hat damals. Er fühlt sich jetzt ganz alleine und lebt alleine. Er möchte nicht mehr leben. Ich habe ihm gesagt, Freunde haben kann man immer, egal wie alt man ist. Goethe hat die arabischen Länder besucht. Er hat die verstanden. Er hat auch die Familienzusammengehörigkeit beschrieben. Und er hat die Unterschiede gesehen zwischen der Kultur dort und hier. Wie man da lebt und hier. In der Goethe-Zeit war hier Krieg in Europa. Er hat das schöne Leben gesehen, die Schönheit. Zum Beispiel im Iran. Da sollte man mehr anknüpfen. Ein Traum für Deutschland?
dass wir auf einen Punkt kommen, wo die Menschen gemeinsam einen Schritt nach hinten gehen und miteinander reden, jemanden einfach finden, den Leuten Fragen stellen, ohne zu beurteilen. Die Leute sollen sich einfach mal unterhalten, ohne Emotionen. Weil es ist ja so, dass nur ein halber Ton ganze Melodie ändert. Für das Land wünsche ich mir den Stock am Arsch rausziehen. Einfach lockerer. Klar kann das mal tun, ja. Aber man kann es auch genießen. Hm? Ach! Also mit Bus gegangen, nur zu Fuß. Gibt es irgendwas, was dir hier am meisten fehlt? Meine Freunde. Die Atem, wenn ich frei, einfach will.